Hallo Pferdeleute, ich wurde gebeten, mal ein Video zum Thema Handpferdereiten zu machen. Das mache ich natürlich gerne und erzähle euch gleich ein bisschen was dazu. Parallel dazu gibt es aber auch ein React-Video zu Sandra Schneider, die ihr hier im Hintergrund seht. Und im Video von der Sandra Schneider werde ich euch auch zeigen, wie man es nicht machen soll. Nicht nur solche Szenen, wie ihr die hier gerade seht, sondern der Mustang beißt auch permanent nach dem Reitpferd. Und das geht ja mal gar nicht. Und hier habt ihr halt quasi das Ergebnis nach jahrelangem Handpferdetraining mit dem Mustang Uschi und ihrem Pepper. Und typischerweise passiert das hier. Ja, wir gehen hier fort weiter. Warte bitte, Pep. Ja, ich weiß, du bist genervt. Ich sehe das. Oh. Ja, das Typische. Mal wieder. Immer die Pferde begrapschen. Und vielleicht sind die auch aus anderen Gründen genervt. Aber das ist natürlich nur Spekulation. Und hier, das sieht ganz gut aus mit dem Aufsteigen. Und auch die Pferde sind tatsächlich nett zueinander. Also nehmen wir tatsächlich Sandra Schneider zumindest teilweise mal im Positiven. Aber die Reiterei, wie sie da immer zieht, das Pferd geht los. Also das geht auf jeden Fall noch besser. Aber perfekt sind wir alle nicht. Und das React-Video geht auch nicht um dieses Video, wo man ja eigentlich jetzt nicht unbedingt meckern kann, sondern um ein Video, was sie vorher mal gemacht hat, wo der Mustang-Handpferd war und wo ich halt fand, sie hat wirklich wieder mal gefährliche Szenen gezeigt, wo man sich nur die Hände über dem Kopf zusammenschlagen kann. Und da will man doch mal zeigen, dass es besser aussieht. Aber in diesem Video geht es um uns oder wie wir das machen. Also auch hier seht ihr, wie die Larissa das ganz alleine macht. Das ist natürlich auch nochmal eine Herausforderung. Einfacher ist es natürlich, wenn jemand einem das Pferd anreicht. Aber das ist ja oft die Idee vom Handpferdereiten, dass man keinen zweiten hat. Klar, hier in dem Fall, da filmt jemand, aber in Wirklichkeit wäre man ja ganz alleine. Hier müsste man natürlich theoretisch auch sagen, Sicherheit, ne? Sie hat nur einen Halfter und auch nur ein Seil da dran. Aber unser Thema von Sicherheit, der definiert sich über die Beziehung und über die Verlässlichkeit des Pferdes und nicht über die Ausrüstung. Und deswegen habe ich dieses Video auch mit reingenommen und hoffe, also ich gucke mir das jetzt mit euch zusammen an, das ist ein älteres Video. Ich hoffe, dass sie nicht so am Zügel ziehen muss. Und mit einem Zügel hat man natürlich dann auch noch nicht so die Einwirkung. Der Lucky ist letztlich über den Sitz geritten. Und das Sortieren, finde ich, sieht hier auch ein bisschen besser aus, ne? Der Cisco hängt vielleicht ein bisschen zurück, aber es geht ja nicht um Vorschrift, es geht tatsächlich um Sicherheit und ob man das machen kann. Wir haben halt, jetzt habt ihr das gesehen mit dem Anhalten, genau wie ich mir das erhofft habe. Und ich finde, so gut sollten sich die Pferde auch verstehen, wenn man das Handpferdereiten mit denen macht. Die zwei hier sind beste Kumpels, aber die können auch schon mal wild spielen. Das hier ist übrigens unsere Reitbeteiligung. Maya ist jetzt schon einige Jahre her. Da war sie noch klein. Mittlerweile ist sie natürlich auch Teenager. Und man sieht, es geht halt auch mit einem Teenager und ohne viel Gefummel an den Seilen, an den Zügeln, reiten über den Sitz, reiten über Gedanken, reiten über die Drehung, lenken über die Drehung. Das alles sollte beim Führpferd mindestens schon funktionieren. Und das Handpferd ist natürlich nicht unbedingt immer ausgebildet. Manchmal sind das ja auch Jungpferde. Und wenn man da schon Zweifel hat, ob das so klappt, dann muss ja wenigstens das Führpferd verlässlich sein. Wenn die sich nicht grün sind, kann man es wahrscheinlich einfach nicht machen, ne? Weil man da eben nicht genügend Kontrolle hat. Das ist schon mal so die Grundvoraussetzung. Aber ich bin gefragt worden, ja, wie kriege ich das denn hin? Und ich wurde auch gefragt, wie bringe ich dem Pferd das denn bei? Das ist halt wirklich die ganz große Frage. Hier seht ihr noch ältere Videos, wo die Larissa die Queenie als Handpferd hat. Und da bin ich halt mitgegangen.
zwar auch zum Filmen, aber natürlich auch im Notfall das Pferd übernehmen zu können. Also wie gesagt, wir haben immer zwei Pärchen, die zusammengehen, Mutter und Tochter bei Queenie und Fancy und Lucky und Cisco, und haben das auch noch nie anders kombiniert. Die Beziehung zwischen den Pferden muss stimmen, ist schon mal das Erste. Aber manche haben auch nur zwei Pferde und sind manchmal eben auch darauf angewiesen, zwei Pferde von Weide zu Weide zu bringen. Da muss man leider die Leute enttäuschen und sagen, vielleicht ist es dann so, dass man fürs Erste nur zwei Pferde führen kann. Hier seht ihr mich, wie ich mit der GoPro mich selbst filme und auch noch einen Hund dabei habe, weil ich mich auf alle drei verlassen kann. Und die Frage, wie kriege ich das so hin, dass ich mich hundertprozentig auf alle drei verlassen kann im Viererteam, die beantworte ich, wie ich eigentlich fast alle Fragen beantworte. Natürlich beim Hund verweise ich auf den Hundekanal, aber beim Pferd folgt dem Parallelprogramm, macht Natural Horsemanship. Natürlich gehören klare Regeln dazu, zum Beispiel, dass man unterbindet, wenn die sich streiten. Die haben sich halt einfach nicht zu streiten. Und dann darf es, finde ich, auch ruhig mal eine etwas deutlichere Korrektur sein. Weil man kann eben auch wirklich nicht alles über Leckerlis und Kuschelkurs machen. Was verboten ist, das muss, finde ich, mit einer Aktion so verboten sein, dass es auch direkt verstanden ist, dass das nicht erlaubt ist. Aber mein Tipp für alle Fälle, egal was ist, der ist halt immer und immer wieder, dass man dieses Natural Horsemanship macht und guckt, welches Spiel ist gebrochen, wie bringe ich das Pferd ins seelische Gleichgewicht. Und wenn ich das Pferd im seelischen Gleichgewicht habe und auch den Hund, dann erledigen sich halt viele, viele Probleme von selbst. Das ist wirklich das Entscheidende. Man setzt im Natural Horsemanship nicht am Problem an, am eigentlichen. Man braucht natürlich auch irgendwie in der Situation schon mal Möglichkeiten, was kann ich tun, wenn mein Pferd das und das macht. Aber es ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist eben wirklich, dass ich die Beziehung kläre, dass das Pferd sich bei mir sicher fühlt, dass ich dem Pferd Verantwortung abgebe und das Pferd mir Verantwortung überlässt. Und dann klappt es eben auch im Dreier oder, wie ihr hier seht, auch im Viererteam. Und wenn ihr Tipps haben wollt, wie ihr eure Pferde ins Gleichgewicht bringen könnt, dann verweise ich auf den Kanalmitgliederbereich. Da habe ich halt Anleitungsvideos zum Natural Horsemanship ganz neu gemacht. Und ältere Anleitungsvideos oder auch eine riesige Linksammlung zum Natural Horsemanship. Das ist gar nicht so einfach, das so zu verstehen. Die Leute wollen immer einfache Lösungen, aber eigentlich gibt es die einfachen Lösungen nicht. Aber ich tue euch das in die Infobox, diese Linksammlung, wo ihr einige Anregungen findet. Und wie ihr hier seht, trabe ich jetzt sogar mit beiden oder mit allen dreien. Also auch das ist irgendwann möglich. Gerade diese Rangordnung untereinander nicht zu klären, ist im Galopp am allerschwersten. Und ihr werdet gleich sehen, dass der Cisco mal kurz nach dem Lucky giftet. Und dann habe ich dem halt einen ganz heftigen Zügelruck gegeben und das untersagt. Ihr habt hier zwei Ponys, die, wenn sie untereinander sind, sich gegenseitig ansteigen und beißen, also aus Spaß, ne? Die spielen miteinander. Und die wissen halt ganz genau, wenn wir unterwegs sind, dann ist das halt einfach nicht angesagt. Und das, denke ich mal, klappt auch in 99% aller Fälle. Man hört natürlich auch schon mal von Leuten, dass es 5 Jahre geklappt hat, das war hier in den Kommentaren, und einmal ist es schief gegangen, da haben die sich geärgert. Ich finde, für solche Pferde solltet ihr in der Lage sein, ganz schnell vom Pferd runterzukommen, und dann eben auch diese Notfallzügelhilfen, tue ich euch hinten in dem Video abspannen, beherzigen und auch können, und das Pferd sollte es auch gut können, dass man mit einem Zügel das Pferd am Ende dann noch anhalten kann, um runterzukommen, egal in welcher Lebenssituation. Und das ist bei meinen Pferden, seitdem ich Natural Horsemanship mache, auch wirklich immer gegeben. Ich kann in jeder Lebenslage anhalten mit meinen Pferden.
Und die lassen mich immer runter. Und wenn die aufgeregt sind, halten die von sich aus an. Und das ist, glaube ich, das, was das Natural Horsemanship am allermeisten bringt. Es wird eine Partnerschaft. Der eine passt auf den anderen auf. Und wenn man das mit allen seinen Tieren hat, ist eigentlich alles möglich, nicht nur das Handpferdereiten. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir bitte einen Daumen nach oben da. Das hilft mir sehr, dass meine Videos sichtbarer werden. Oh, guck mal, ihr seht sogar Galopp jetzt hier mit allen dreien unter Kontrolle. Das sieht man übrigens bei der Sandra Schneider auch nie. Also ich will euch nochmal auf das Video für Kanalmitglieder hinweisen, wo man ihr Handpferdereiten bestaunen kann, gerade das von vor ein paar Jahren. Ja, ich war aber beim Verabschieden und wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann abonniert bitte auch den Kanal und Unterstützung kann ich natürlich wie alle anderen auch immer gebrauchen. Alle Infos findet ihr in der Videobeschreibung, wie eben hier auch diesen Link zum Natural Horsemanship und Reitschul Guide. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.